Das ist seine Heimat. Etwa eine Stunde Autofahrt von der 20-Millionen-Metropole Sao Paulo entfernt ist er aufgewachsen. Emerson Ferreira ist 29 Jahre alt. 5 seiner Lebensjahre verbrachte er im Gefängnis. Er handelte mit Drogen, versuchte so der Armut zu entkommen. Dann wurde er mit einem halben Kilo Cannabis erwischt. Im Gefängnis, auf sehr, sehr kleinem Raum, gab es viel zu viele Menschen in der Zelle. Es wurde schnell gewalttätig. Du fühlst dich wie ein Tier, weil du im Knast bist. Keine Chance, über Veränderung nachzudenken. Eigentlich soll ja das ganze System der Bestrafung dafür sorgen, dass die Täter wieder in die Gesellschaft integriert werden, dass sie es zurück in die Gesellschaft schaffen. Aber wenn man die Menschen im Gefängnis wie Tiere behandelt, werden sie nur noch gewalttätiger sein, wenn sie wieder draußen sind. Heute kann er darüber sprechen. 2012 wurde Emerson Ferreira entlassen. Schon im Gefängnis hatte er sich vorgenommen, sein Leben umzukrempeln. Draußen in Freiheit setzte er seine Pläne um. Mit seiner Freundin lebt er wieder in seinem Heimatort. Er hält Vorträge über seine kriminelle Vergangenheit, schildert drastisch, was er falsch gemacht hat. Die Global Shaper sprachen ihn daraufhin an und er wurde Teil des Netzwerks. Zusammen mit Unterstützern produzierte er ein Virtual Reality Video. Es soll zeigen, was es heißt, im Gefängnis zu sein. Eine Zelle gebaut für 8 Menschen ist mit über 40 Männern belegt. So hat es Emerson Ferreira erlebt. Das Video wurde in Brasilien millionenfach angeklickt. Emerson gründete eine Organisation mit dem Namen Reflexões da Liberdade, Gedanken über die Freiheit. Ich habe als Kellner im Restaurant gearbeitet und irgendwie zog mein Leben an mir vorbei. Mein Leben war Arbeit, die ganze Zeit. Ich habe nachgedacht, ich wollte etwas verändern. Und alles, was ich sah, war, dass eine kriminelle Karriere eine Möglichkeit wäre. Es gab keine anderen Vorbilder. Die fehlenden Vorbilder sind ein Problem, erst recht, wenn die Armut groß ist. So wie hier in seiner Heimatstadt Jardim Santa Lucia, wo viele nur Gelegenheitsjobs haben. Emerson will sein Haus zum Treffpunkt für junge Menschen machen. Auf das Dach kommt eine Umrandung, erzählt er. Dann kann man hier oben sitzen und diskutieren. Das Viertel sieht an diesem Morgen fast schon idyllisch aus, gilt aber als sehr gefährlich. Die Schule ist vergittert und wirkt fast selbst wie ein Gefängnis. Emerson will das ändern. Diese Schule ist unser Pilotprojekt. Wir wollen, dass neue Methoden probiert werden. Es soll anders, also quer gedacht und viel miteinander gesprochen werden. Der Dialog ist wichtig. Die Schüler sollen später die richtige Wahl treffen. In der Klasse sollen sie auch ganz anders sitzen, nicht mehr hintereinander, sondern im Kreis. Das ist dynamischer. Es dauerte Monate, ehe er die Schulleitung von den Veränderungen überzeugen konnte. Jetzt packen alle mit an, wollen die Schule offener und freundlicher machen. Zu einem Ort, der Jugendliche davon abhält, kriminell zu werden. 200 Leute sind gekommen. Darunter viele, die eine gute Ausbildung haben und aus wohlhabenden Gegenden kommen. Emerson hat sie alle zusammengebracht. Ich bin so glücklich, richtig glücklich. Das ist so wichtig und toll, dass so viele mitmachen, auch aus dem Viertel und gemeinsam an den Veränderungen arbeiten. Das wird ein Ort, auf den man stolz sein kann und der dich im Leben nach vorne bringt. Ich bin so froh, wenn ich hier sehe, dass Väter und Söhne hier sind. Hier können sie lernen fürs Leben. Ein Schulgarten wird angelegt und fast alle Zäune abgebaut. Emerson gab den Anstoß. Das ist ein Grund zum Feiern. So ausgelassen wie an diesem Tag war die Stimmung in Jardim Santa Lucia schon lange nicht mehr.